Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast, hier mit mir Bruder Cookie Gaming. Wie soll es auch anders sein? Ja, beim letzten Mal waren wir ja haarscharf entkommen in diesem Spind da hinten, in diesem komischen Raum. Ja, und in diesem Part müssen wir leider zum Generator, um den Haupteingang zu öffnen, und der Generator liegt leider im Keller. Von daher müssen wir da heute hin, aber wie das halt so ist bei Outlast, hatte ich so einen Speicherpunkt, der war wieder bei diesem Spind, wo der Typ kam, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und da habe ich schnell die Kamera angeworfen und er hat sich wirklich noch eine Notiz gemacht dazu. Und die gucke ich mir jetzt erstmal an. Großer Dreckskerl heißt die. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen. Aber nicht alles. Okay. Anscheinend ist es dieser Dude aus Afghanistan. Ja, und wir müssen jetzt erstmal in den Keller gehen. Das ist natürlich nicht so geil in einem Horrorspiel, aber was soll ich machen? Erstmal Tür zuschließen. Okay, hier können wir durch. Aber was hier? Hier kommen wir nicht durch. Nein, Scherz. Ah, Dokument, perfekt. Deckt erstmal noch ein Dokument gefunden. Ist hier noch was? Nö. M-Kultra-Programm. CIA-Dokument. Nummer 190691. Seite 1. Auszug. An Akte. Betreff hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954. Aha, anscheinend schon etwas älter. Etwas. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde ein Posthypnose der vorgegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einem tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurde beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt der vorgegangenen Vorfall verhemmend ab. Alles klar. Anscheinend wurden hier damals schon Experimente gemacht, als diese ganzen anderen Leute hier noch nicht waren. Die haben das ja wieder eröffnet. Und das ist jetzt daraus geworden. Und dann wurden anscheinend... Lol, meine Hand, wie sieht die einfach aus? Irgendwelche komischen Experimente durchgeführt. Okay, hinüber zu springen. Damals schon, und es hat anscheinend... irgendwelche komischen... Was hat er gesagt? Wer ist da? Ich will hier gar nicht weiter vorgehen, aber ich muss ja leider. Keller ist nie gut. Keller ist nie gut. Ich schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator zu starten. Sich verarschen, als ob hier nichts passieren würde. What the fuck? Hier liegt schon wieder eine Leiche oder hängt. Und die Musik. Die Musik wird schon wieder richtig creepy.
Okay, hier ist nichts. Kann ich da weiter? Warte, ich schalte erst die... Erstmal neue Batterie. Okay, kann ich da denn weiter? Nein. Dann mache ich erst die Gaspumpe wieder an. Achso, ich muss erst in den Raum da hinten. Fällt mir gerade erst auf. Ich bin auch ein Idiot. Nein, mach die Tür auf. Ist du? Ist du? What the fuck? Ah, da komme ich noch her. Schade, ich dachte schon, hier würde es jetzt beenden. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Hier kann man das, glaube ich, machen, oder? Ja. Viel zu laut war das. Da kommt jemand, da kommt jemand. Hier ist die Tür. Batterie. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Wir rennen jetzt einfach, wir rennen jetzt einfach. Mach die Tür zu. Kommt der da durch? Ich hab grad so einen Puls, Alter. Kommt der da durch? Nein, anscheinend nicht. Okay, wir sind nicht dabei gestorben, das ist schon mal gut. Ist er weitergegangen oder wird er uns jetzt bumsen? Ich will ja gar nicht weiter hier durchgehen, aber... Der ist wahrscheinlich hier in der Ecke, oder? Heißt, wenn wir da durchgehen, sterben wir, oder was? Erstmal Batterie wechseln wieder. Alter. Das fängt ja schon wieder funny an hier. Ach ja. Ich dachte, er kommt durch die Tür nicht durch und deswegen habe ich die wieder zugeschlagen. Stattdessen hätte ich wegrennen sollen. Hat wohl nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Und wir müssen wieder hier rein. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Oh oh. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo sind wir hin? Ich hab keinen Plan, wir müssen ja... Oh lol, oh lol, oh lol, oh lol. Ja gut, wenn wir hier reingehen, dann kriegt er uns nicht, aber... Was bringt uns das? Wir müssen den Generator anschalten. Oh, ich dachte, da wäre was. Das war nur Wasser, Alter. Puh, wir müssen den Generator anschalten. Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Leute, habt den Plan. Wir haben auch irgendwie keine Waffe hier. Oder kann man das aufheben? Nee. Ist mir nämlich gerade so eingefallen, das hätte so komisch geleuchtet, aber kann man ja nicht aufnehmen. Also, wo sollen wir hergehen? Da ist der Dude. Jetzt vielleicht schnell, schnell, schnell. Oh, er sieht uns wieder, er sieht uns wieder, er sieht uns wieder.
schnell verstecken. Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen, er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Nein. Nein. Ich habe nicht mehr so viel Akku-Power. Akku-Power. Okay, da wo er durchgekommen ist, da müssen wir wahrscheinlich rein. Und von daher bewegen wir uns da jetzt langsam hin. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Wo muss ich hin? Hier ist ein Spind, hier können wir uns verstecken, auf jeden Fall schon mal. Hier hätten wir uns eigentlich auch verstecken sollen, glaube ich. Da ist er wieder, da ist er wieder. Versteck dich, versteck dich. Okay, er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen. Doch, 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 doch. Hat er, hat er, hat er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, 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 nein. Er macht die andere Tür auf. Er macht die andere Tür auf. Nein, nein. Er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen, Leute. Wir sind fast durch. Hier sind zwei Batterien, das ist super. Das ist einfach nur super. Kommt er jetzt hier vorweg? Wir gehen jetzt einfach mal hierher. Hier ist aber, glaube ich, doch eine Batterie. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir kriegen immer mehr Batterien. Okay, der creepy alte Typ ist weg. Hier kann man drüber. Was ist hier? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Ich bin gefangen, oder? Nein, hier gibt's eine Tür. Schieß die Tür, schieß die Tür, schieß die Tür, schieß die Tür. Hier gibt's auch einen Spind, hier gibt's einen Spind. Gut, 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 gut. Solange es einen Spind gibt, ist alles gut. Batteriewechsel. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, das ist so creepy. Warum ist er in den Keller gegangen? Man kann man die Tür nicht einfach, kann man irgendwie nicht im Fenster einschlagen oder so? Er kommt, er kommt, er kommt. Und wir haben den falschen Spind gemacht, oder? Oh, ich glaube, er macht eh nur die anderen auf, aber da! So fucking creepy. Warte, bis ich nichts mehr höre. Okay, das bist jetzt immer noch nicht gefunden. Hier ist der Hebel, hier ist der Hebel, hier ist der Hebel. Ich gehe doch, ich gehe, glaube ich, direkt wieder in den Schrank rein, wenn ich den Hebel betätigt habe. Oder? Nee, doch nicht. Lol, so funny. Mehr oder weniger funny. Oh, da ist wieder der Rekruten-Dude. Ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. Wieso macht der mal den anderen Schrank auf? Jetzt verpisst er sich wieder? Jetzt höre ich wieder. Nur ein paar Schritte.
Batteriewechsel. Oh, dieser Dude verfolgt mich echt die ganze Zeit. Das ist nicht lustig. Die Tür ist verschlossen, die Tür ist verschlossen. Kommt er? Nein. Hier können wir nicht durch. Wir gehen jetzt erstmal zur Sicherheit hier rein. Gibt es hier was zu finden? Oder nicht? Nein. Nein. Bitte nicht. Wir müssen ihm direkt folgen. Erstmal Nachtsicht aus, es verbraucht ja richtig viel Batterien. Aber hier unten gibt es auch viele. Also wenn dieses, wenn diese Nervenheilanstalt was hat, dann ist es Batterien. Also an Strom sollte es hier nicht mangeln. Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Wieder das Falsche. Also natürlich weiß ich, dass er immer das andere nimmt, aber so viel Lack hat selbst der Typ hier nicht. In real life. Aber ist ja nur ein Spiel. Zum Glück. Okay, verpisst sich wieder. Wir rennen ihm jetzt einfach hinterher. Was heißt, wir rennen ihm hinterher? Ist jetzt nicht unser Bestreben, aber wir rennen dahin, wo der Generator ist. Okay, okay, okay. Er geht zum Generator. Ich warte einfach nur darauf, auf meine Chance hier. Komm, geh nach da. Komm zurück, er kommt zurück. Er hat mich gehört. Oder gesehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich sehe, die Folge wird schon wieder so richtig lange. Aber ich will unbedingt in dieser Folge noch den Generator erreichen. Von daher. Oh fuck, 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 fuck. Das wird aber nichts, wenn ich hier die ganze Zeit von Spind zu Spind gehe. Aber wir können uns ja Zeit lassen. Von daher würde ich mal sagen. Wenn ihr wissen wollt, ob ich es schaffe, bis zum Generator zu kommen oder nicht, ich will es auch ein bisschen spannend halten, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ich würde mal sagen, ich bin so aufgeregt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.